Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf dem Kanal. Ja, letzte Folge haben wir hier mal den kleinen Abschnitt rangezogen. Ich will quasi diese Leiste hier nochmal kopieren, aber in einem anderen Abstand. Also der Abstand ist gleich wie die Höhe, aber halt ein bisschen versetzt nach hinten. Und hier will ich das jetzt kurvenmäßig auf diese Höhe hier ranbringen. Also maximal hier so zwei nach hinten ist mein Plan, damit man ein bisschen laufen kann, einen kleinen Unterschied hat. Und dazu müssen wir natürlich die Kurve kredenzen. Also mein Plan ist dann hier auch die Kurve anzufangen. Gucken, wie es halt passt jetzt mit den Abständen und dann rumziehen. Deswegen bleibt mal dran, dann ziehen wir mal die eine Seite hier auf jeden Fall lang. So, vom Abstand her passt das auf alle Fälle. Ich hoffe, ich komme auf jeden Fall gut mit den Dings aus. Mit den Materialien, die ich so habe. So. Wie gesagt, und wer weiß, ob man dingsen kann. Wollte schon sagen, ob man bei Kälte anpflanzen kann, runter in die Kommentare damit. Ganz, ganz wichtig. Ich habe keinen Schimmer. Wäre doof, weil eigentlich wollte ich den Etage höher setzen. Wenn nicht, muss ich mir was anderes überlegen. So. Hätte ja alles klappen können. Ihr seht, wir gehen langsam, aber sicher. Hier muss ich zumachen. Definitiv. Langsam, aber sicher über. Also hier ist nicht mehr viel Platz nach hinten. Da müssen wir auf jeden Fall dann auch dementsprechend mal gucken. So. Steht. Ich muss mir angewöhnen, dass ich den erst ranziehe und die Position behalte. Hätte man auch mal. Boah, leck mal Marsch. Hätte man auch machen können, die so nebeneinander. Hat auch nicht so schlecht ausgesehen, muss ich jetzt zugeben. Aber gut. Haben wir nicht gemacht. Pech gehabt. Ach, davon haben wir ja mehr als genug. Schupp. Passt. Können wir auch mal direkt, muss man nicht da hoch flitschen. So. Mal direkt von hier. Alle dran. Jupp, passt. Also erst kopieren, dann rausziehen, dann wieder setzen. Und dann das Loch füllen. So. Davon noch ein paar mehr. Oh ne, ich habe mich verguckt. Wo hat er mir denn 1000 angezeigt? Achso, Steine. Ups. Ich dachte, es wären Slabs gewesen. Wäre eine sehr starke Vorproduktion gewesen. Wir kommen, glaube ich, schon ganze Ecke vorwärts.
So. Alle drin, alle dran. So, dahin. Fertig. So, einer geht noch, einer muss noch. Dann kommt das ja relativ gut hin alles. Boah, ist ja wie Arsch auf Eimer. Das habe ich ja überhaupt nicht gedacht. Zup. Passt auch. Ja, das von unten siehst du den Abschnitt ja schon gar nicht mehr. Steht alles dran, wo es hingehört, oder? So, da hoch. Na, egal, komm, scheiß drauf. Wenn da oben einer fehlt, kann ich den immer noch setzen. So. Das haben wir. Dann geht es jetzt im Endeffekt hier nur nach vorne ran. So. Ich hoffe mal, wir haben noch definitiv genug davon. Ich meine, wir haben jetzt ja eigentlich nur oben gearbeitet. Auch irgendwann wird mal das entsprechende Gestein zu Ende gehen, wie halt der Weiße immer, ne? Ich falle genau durch das Loch. Jetzt habe ich das recht mitgerechnet. So. Einmal alles dicht. Steht. Jetzt kommen hier noch die Penüpel ran. Zack, zack. Jetzt passt das ja hier halt nicht mehr so ganz, ne? Warte mal. Hier müssen wir doch anders ran. 1, 2, 3, machen wir das mal doch wieder weg hier. Gibt das hier auch das gleiche in Grün, ne? Okidoki. Die Penüpel stehen, der Rest ist mir wurscht. So. Fragen über Fragen, was machen wir jetzt hier? Ich würde ja grundsätzlich behaupten, der passt hier auf die Position gar nicht. Muss ja hier runter, ne? Die Frage des Abstandes ist noch zu weit, also müssen noch zwei.
Nehmen wir das jetzt einfach mal so als Hilfslinie. Könnte ich mir aber auch mal Stein nehmen. Genau so. Schön hoch. So geht's. Erstmal so. Und wir fangen hier außen an. Ja, noch ein weiter. Genau so. Zappada. Relativ simpel halt. Ist aber okay so. Alle schon wirklich gesetzt. Das ist Wahnsinn. Dann. Okay, so viel zu dem Thema. Fast. Passt. Hat auch alle. Ja, kritisch wird erst wieder die Kurve. Bis dahin ist wahrscheinlich relativ dodosi, ja. Gut, aber noch einen kriege ich gar nicht zustande, wenn ich mir das so angucke gerade von den Slaps her. Komm, nein, lande. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob ich überhaupt noch welche da habe. In den Prozessoren müsste ich jetzt sowieso mal gucken. Unten ist einer drunter. Komisch. So. Jawohl, ja. Direkt nochmal alles voll. Passt. Wackelt und hat Luft. So. Und die letzten zwei machen wir aber mal. Die hier. Sehr schön, haben wir wieder 600 Stück am Start. Jetzt eher mit anderen Materialien wieder kritisch. Wie zum Beispiel weißen Slaps, die wir nicht mehr dabei haben. Na gut.
Ist auch geil gewesen. Muss ich auch nochmal irgendwo einbauen. Aber es sieht gut aus. Auch so von der Position aus, wenn das dann auch nochmal gekringelt ist. Ich glaube, das wird ganz cool. Dann, wenn dann die entsprechende Verbindung auch noch zu den Seiten ist, also es geht ja dann da nochmal weiter, aber anders. Wird das schon passen, auf alle Fälle. Definitiv auch noch ein paar mehr. So. Ja, die Grillen. Oben. Solange wir können, ziehen wir es natürlich durch. So, aber noch einer geht nicht. Oder? Ich nehme erstmal weg. Tust du das? Ja, da muss ich auch sowieso noch mal ran. Ich habe das, glaube ich, schon mal ausgefüllt gehabt offline, aber fertig ist das auch noch nicht. Ja, hier so. Ich habe noch Baumpflanzen, irgendwie Grünzeug oder sowas. Aber ist okay soweit, würde ich mal denken. So. Ja, nee, da könnten wir hier quasi schon mit der Kurve anfangen. Die wird halt jetzt kritisch. Wie wir die machen, weiß ich echt noch nicht. Warte, ich muss mal zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, ich mach mal so. Jetzt auch noch gehen. Wenn wir jetzt hier erst die Dings anfangen. War sogar fast richtig. Ich glaube, das machen wir auch. Ich mache den, zieh den einen hier noch rüber. Ernsthaft? So wird schon aus, okay. Nein! Nicht mehr da. Ausverkauft, weil ist nicht. Den können wir auf jeden Fall noch setzen. So.
Zack, 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 alle dran. Gut, bis auf das bisschen weiß, aber das kann ich so reinziehen. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir haben viel geschafft, würde ich mal sagen. Hier 1, 2, 3, 4 solche Dinger. Da drüben noch ein paar mehr. Und dann nächste Folge müssen wir hier mal die Kurve versuchen zu kredenzen. Ich habe Angst, dass wir... Nee, mit dem Berg sollten wir nicht kollidieren, oder? Hm, nö. Bis dahin. Tschüss.